Nachdem wir die Drogentrip-Challenge im Fruchtcup überstanden haben, geht es jetzt weiter im Boomerang-Cup, also in den zweiten Cup von Welle 4. Und ich habe mir mal wieder eine kleine Challenge ausgedacht und ich nehme jetzt einfach noch, weil wir jetzt alle Mii-Outfits durch haben, einfach eins, was mir jetzt gerade so in den Kram passt. Ich nehme mal das Ketten- und Outfit, weil es ganz cool ist. Und damit geht's ab in den Boomerang Cup und ihr werdet gleich sehen, was die Challenge sein wird. Nämlich einmal aufgepasst, zack und zack. Ich habe einmal zwei Bilder eingefügt, denn heute lautet die Challenge, dass ich meine Items nicht sehen kann. Einmal kommt natürlich dazu, dass ich oben einmal das Item nicht sehen kann und einmal das in der Hand. Wenn es natürlich eins, zum Beispiel ein Panzer ist, dann kann ich ihn sehen. Das ist ja das Gute hier dran. Und sogar Doppel-Items kann ich nicht sehen. Na ja gut, jetzt in dem Fall schon. Komplett überschatten kann man es natürlich nicht. Aber ich habe es jetzt so gemacht, wie es am besten möglich ist. Und generell Bangkok auf 200 CCM ist sehr, sehr toxisch. Also da kann schon einiges passieren. Ich bin irgendwie noch gar nicht so richtig drin, aber ist das wirklich 200 CCM? Das ist für mich irgendwie nicht 200 CCM. Oh mein Gott, okay, ja doch, das ist 200 CCM. Mir kam das eben nur so langsam vor. Oh Mann, ey. Aber um mal was zum Kanal zu sagen. Tatsächlich scheint es mir so, als wenn hier der Among Us Short echt gut angekommen ist bei euch. Also, das freut mich sogar, das freut mich richtig. Denn das war nun mal so ein kleiner Einfall. Aber dass der so gut funktioniert, das freut mich, wenn ihr wollt. Oder ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen klippen in den nächsten Among Us Aufnahmen. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Marios Piste wird auf 200 CCM, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil die Strecke ist, anders als im DS-Ableger, halt hier sehr, sehr kurvig. Zumindest die Kurven hier sind sehr, sehr scharf. Und das kann natürlich sehr, sehr knifflig werden hier. Deswegen will ich da gar nicht... Alter, halt die Fresse, als ob das wirklich passiert ist. Also das könnte gut sein, dass hier ein bisschen versagt wird. Ich krieg einfach kein Item, also sorry. Da kann ich auch gleich die Itemless-Challenge machen. Weil, mir wird hier kein Item gegönnt. Zumindest in der ersten Runde nicht. Ich hab mal eins bekommen. Ah, gleich wieder eine Drecksmünze. So eine Kacke. Halt doch einfach mal dein Maul. Ich weiß nicht mal, was das zweite Item war, weil es mir gleich wieder geklaut wird. Also, bisher ist es... Ja, das habe ich gemeint. Ich hab hier Probleme mit diesen schwierigen Kurven am Ende. Da kommt ein Starry-Panzer. Let's go. Ach komm schon. Ja Junge, weil ich... Ah doch, ich krieg nur meine Items. Dankeschön. Anscheinend kam der Blitz genau in dem einen Frame, wo ich hier nicht... Wo ich hier gerade das Item eingesammelt habe, wo ich anscheinend nicht das Item weggenommen bekomme. Und jetzt wird es nochmal ganz schön knapp. Alter, 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 Alter. Ah,
Was? Wie? Wo? Wann? Was? Oh Gott! Alter! Ey, Mutant Tyrannia ist einfach vor mir gespawnt. Also, Alter, wirklich. Ich hab nicht gemerkt, dass die einfach vor mir aufgetaucht ist. So, Waluigi Arena. Let's go. 200 CCM. Halfpipes sind wieder dabei. Halfpipes sind eigentlich ganz cool. Aber in 200 CCM sind die überhaupt nicht cool. Also, ich hasse die Dinger in 200 CCM, weil die da einfach so... Man kann sie einfach nicht steuern. Das scheint mir so, als wenn ich... Ja. Ich habe leider nicht gesehen, was ich für Items habe. Yes! Aber wenn wir mal schon drüber reden, wenn sie schon diese Strecke hier bringen, dann finde ich, sollte das Mario-Kolosseum aber zumindest im nächsten Mario Kart-Ableger kommen. Ich finde, die Strecke hat sich auch mal verdient. So ein gutes Remake zu bekommen wie diese Strecke hier. Weil vor allem die Double-Dash-Strecken sind halt sehr, sehr unterschätzt. Sehr, sehr unterschätzt. Ja cool, ich sehe halt nicht, was ich für ein Item habe. Ich sollte vielleicht erstmal den Item-Knopf halten. Fällt mir gerade so ein. Alter. Was zur Hölle ist hier los? Das ist ja furioser als Mario Kart Wii. Was zur Hölle ist hier los? Ah! Oh mein Gott! Mutant, du Arschkopf! Was? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Was zur Hölle? Da wirst du einmal gebumst. Da wirst du einmal gebumst und sofort. Sofort ist alles scheiße. Und Mutant hat natürlich das Rennen gewonnen. Boah, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp. Also 36 zu 32. Ist schon schwer zu machen. Da muss Mutant auf jeden Fall Dritter werden. Ich muss gewinnen. Aber Singapur ist eine furiose Strecke und deswegen erwarte ich hier auch Höchstleistung. Weil ich liebe diese Strecke. Diese Stadtstrecke ist... Mit Athen, was rede ich von Athen? Mit Rom und Madrid meine absoluten Lieblingsstadtstrecken. Und ich möchte mich hier in Singapur in 200 CCM natürlich noch gebührend verabschieden, weil diese Strecke ist einfach genial. Also wirklich, ich liebe diese Strecke einfach. Sie ist wunderbar. Vor allem, wie sie so updance. Klar, die erste Runde ist meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Aber das ist mir scheißegal, wenn die anderen beiden Runden so Banger sind. Scheiße, ich hab mich zu sehr... Ah, Mann. Ich hab mich zu sehr über die Strecke gefreut. Alter, die Strecke macht so viel Spaß, das ist unfassbar. Alter, ist jetzt schon die dritte Runde? Als ob. Dann liegt es vielleicht einfach an 200 CCM, dass mir die Strecke zu kurz erscheint. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Hallo, ich sehe nichts. Hilfe, Polizei. Können doch was... Nein, noch nicht die Scheißmünze. Nein.
Nein! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Was ist hier los? Wo ist Mutant? Mutant ist zweiter! Scheiße! Irgendwie muss Mutant Fehler machen. Oh mein. Nein, scheiße. Mutant hat. Nein, Mutant hat gewonnen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, Waluigi Arena war halt kompletter Betrug, deswegen, ja, schade. Es war ein echt spaßiges Rennen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr die letzten Folgen von Mario Kart 8 Deluxe nicht verpassen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Feder Cup bei den Welle 5 Cups. Bis dann und ciao!